Hallo und herzlich willkommen, meine Panzerfreunde da draußen. Hier ist mal wieder euer Shellhead und heute machen wir mal nicht ganz typisch was Ninja Turtle-artiges, denn heute soll es mal um Pokémon gehen und ich habe hier was ganz Lustiges gekauft. Und zwar habe ich mir zum ersten Mal jetzt beim AliExpress habe ich mir Pokémon-Karten gekauft und weil nun mal die erste Generation hier wahnsinnig teuer ist, ist es doch nicht schlecht, wenn man einfach mal sich sowas hier kauft. Ich habe mir hier noch die geholt, so ein Dreieraufsteller. Die drei zusammen waren jetzt für 3,25 da. Warum auch nicht? Am Ende ist es eine schöne Deko. Ich möchte jetzt nicht, wenn man auch mal Geld braucht und alle seine Porsche verkauft, um dann sich das hier überhaupt, diese drei Pappkarten da leisten zu können. So, ich habe jetzt hier dieses Päckchen. Hier steht auch alles schön in Englisch drauf. Ist dem Stil der ersten Generation gut gehalten. Wir haben auch hier die drei. Man sieht es hier nochmal. Auch die, wie sie damals eben auf den Boostern und so zu sehen waren. Und das Ganze werde ich jetzt mal öffnen. Ist ja hier einiges. Das Ganze hat, ich glaube, vielleicht 15 oder so gekostet. Ich weiß auch gar nicht genau, was da drin ist. Ob Einzelkarten oder ob die nochmal verpackt sind. Also im Grunde ist das auch für mich hier eine recht interessante Überraschung. So, wir können hier oben das Ganze aufmachen. Klappt nicht so gut. Ich mache mal unten, dass die... Päckchen 1, Päckchen 2. Ja, okay. Nicht in Boostern, aber das Ganze in einer Folie. Ich versuche hier das Ganze mal aufzumachen. Da werde ich auch hier nochmal ein bisschen Hilfe brauchen. Klick. Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn da eine von den Karten jetzt nicht ganz so ist. Aber hier leuchtet es und glitzert es schon schön. Ah jawohl. Aerodactyl, Simsala, die hatte ich damals sogar selber. Hatte so viel selber gehabt. Arctos. Natürlich alles in Englisch, aber ich muss sagen, für Pappkarten fühlen sie sich okay an. Hier hinten spürt man schon, dass es sich eher nach Karton anfühlt. Also natürlich alles in einer Packung. Das geht hier schön nach Reihenfolge, das bedeutet zumindestens... Ah, okay, doch nicht. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Bisher sehe ich schon, dass die hier nach und nach eigentlich den Evolutionen folgen. Gut, hier haut es mal nicht unbedingt hin. Ich lege mal wieder welche zur Seite. Also, wir sehen hier eine ganze Menge. An viele kann ich mich auch damals noch erinnern. Ah, natürlich. Ja, wenn man hier so dieses Schimmern sieht, ist es dann doch schon recht preiswert. Aber hey, man hat die Gelegenheit, die erste Generation hier nochmal in den Händen zu haben. Und wer jetzt nicht allein für Kokuna mehrere hundert bezahlen möchte, der für den ist vielleicht das eine Alternative. Man kauft das Ganze, an ihn kann ich mich sehr gut erinnern, heftet die sich ein. Ja, und ja, hat dann eine Möglichkeit... hier das Ganze auch einfach mal zu Hause zu haben. Nehmen wir hier mal ein paar von den besonderen Karten raus. Dragoran natürlich. Evoli, jawohl. Sehr gut. Packen wir mal Flamara hier noch mit hin. Hier gehen wir noch mal schnell durch, was hier so Interessantes und Schönes dabei ist. Blitzer, jawohl. Okay, also, wir haben ja noch so ein Päckchen hier. Jetzt gucken wir mal, ob die jetzt alle doppelt zu finden sind. Oder ob sich da dann doch, ob das jetzt alles auf neu ist. Da schauen wir gleich mal. Also. Zumindest hatte ich jetzt ein paar noch nicht gesehen.
Fahrentwicklung, Shigi, Schillock, Isaflor. Hat jetzt noch gefehlt. Aber ich glaube, wir werden hier wohl alle drin haben. Jawohl, Magneton. Mew darf nicht fehlen. Mewtwo gleich hinterher. Jawohl, Lavados. Ah, die Nidoran-Reihe natürlich. Nidoking. Also wir sehen, wir kommen wahrscheinlich hier wirklich auf alle 151. Mew haben wir gerade gezogen. Pikachu, genau, Pikachu darf nicht fehlen. Ah, Kapo, sehr schön. Viele Karten von denen hatte ich wirklich tatsächlich damals selber gehabt. Warum auch immer ich die irgendwann abgegeben habe. Wahrscheinlich, weil ich der Meinung war, ich bin jetzt zu erwachsen für Pokémon. Das war dann so die Zeit, wo eher die PlayStation interessanter wurde und nicht diese kleinen Displays. Shigi, jawohl, da ist er doch. So, wir brauchen noch einen Schillock. Wir brauchen auch noch Bisaflor. Aquana. Bisaflor. Da ist er schon. Schillock. So. Ah. Ist euch eventuell aufgefallen, ob da noch irgendwas gefehlt hat? Ich würde sagen, wir dürften jetzt wahrscheinlich alle haben. So, und jetzt habe ich mir mal hier so ein kleines Häufchen gemacht mit den ganzen Karten, die ich für recht besonders halte. Auch damals schon besonders waren, beziehungsweise heute richtig, richtig viel kosten. Also, Lektek, Zapdos, Zubat, Abra, hatte ich auszusehen noch hier mit drin gehabt. Schaut mal. Sehr schön. Das Holofoil ist ganz nett. Fühlen sich trotzdem. Natürlich ist es okay im Vergleich. Aber im Grunde ist das natürlich alles billig. Trotzdem muss man sagen, dafür. Ah, hier, schaut mal. Diese Linien, sieht man die? Ja, hier über Bisasan. Ah, das sind so eine, wie so eine Felder. Okay. Ja. Wer jetzt die ganze Sammlung noch von früher hat, das ist wahrscheinlich der größte Stolz. Bei mir selber reicht es nur dafür. Ich habe noch ein paar von Dschungelkarten und so und Neo Genesis, aber eben nicht von denen hier. Die sind eh unbezahlbar so langsam. Aber gut, alles klar. Wer Lust hat und bei AliExpress sich mal hier so ein paar Fake-Karten zu kaufen, der kann sein Album dann auch mal noch voll machen oder sich überhaupt ein Album machen und mal sehen, wie 1999 in der Hand aussehen kann nach 25 Jahren. Aber gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis bald mal wieder. Natürlich dann wieder mit reichlich originalen Sachen. Ciao, ciao.